Man, würde man dann im LoL sagen. Oh ja. Wir können auch mal wieder dagegen. Ist sowieso verlieren. Ewig hier. Das macht keinen Spaß. Ja und? Ah, oh, ich lebe noch. Wir haben ein Hühnchen in unserer Bude drin. Weißt du, was ich habe, kurz das jetzt aus Weizen finde, ich kann wie langsamer wechseln. Ich dachte mir eben unsere alte Hütte. Nein, ich weiß nicht, das ist zu lang. Mach ich das gerne. Ja, bring mir gleich mal ein bisschen Holz mit. Ich muss ihn nur noch kurz. Hab ich keine Angst. Ich muss nur noch kurz das Ding abmachen. Ja, Holz, was du in deiner neuen. Holz, kommt sofort. Will ich auch hoffen für dich. Oh, jetzt werde ich, glaube ich, erstmal ein paar Hühnchen locken. Ich weiß nicht, mit was man die jetzt lockt, also füttern auf jeden Fall mit Samen. Locken, ob das jetzt noch mit Weizen geht oder mit Samen, weiß ich nicht. So, mal schauen, ob sie auf Weizen hören. Hey, Hühnchen. Hühnchen. Samen. Ja, Samen. Samen lassen sie sich. Wo ein Hühnchen eingelegt? Hier. Der Herr der Hühnchen. Alter, sag mal. Ich glaube, jetzt geht's dann los bei mir. So. Nö, Frames sind jetzt ungradlos. Ich bin zu blöd, eine Schaufel. Machen die Frames Probleme? Ich mach die Schaufel und anstatt, dass ich sie dann nimm, geh ich einfach weg. Ja. Blond. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ich fahr mir Hühner marschieren alle im Gleichschritt. Alter, ich muss ihn mal umschalten, der macht ihn alleine weiter. Mein PC erstaunt mich wirklich jeden Tag wieder. Danke, du solltest ja gerade jemand durchs Bild gelaufen. Brauch ich uns gleich mal einen kleinen Zaun. Keine Ahnung. Bei dir gestanden. Ich weiß nicht, ich bin eher so gar nicht so am Reden. Ich bin mehr konzentriert, da rede ich jetzt rum. Ich bin auch ein bisschen konzentriert, aber ich rede trotzdem noch. Wie freut es irgendwie, dass der Barack Obama wieder US-Präsident geworden ist? Fast keine. Ich finde ihn sympathisch. Bist du davon? Ist. Ja. Das ist eine tolle Einstellung. Deutsch! Ist egal. Ja, bei uns in Deutschland, also nichts interessiere, Hasi.
Alter, du hast die Hühner im Haus. Bei Cellotrix Gocker. Schön dazu. Oh ja, nein, mach die Tür nicht auf, mach die Tür nicht auf, sonst gehen sie alle raus. Ich komm jetzt gleich raus, alle Hühner. Ja, Eisschucker, ihr blockiert mir hier die Dinge. Workbench. Da kommt's mit. Hey Hühner, hier, Futter. Hühnchen. So, ich bin wieder. Zack, gebaut. Grüß dich. Ich glaub, das kleine Hühnchen mag dich. Ist jetzt dir gerade hinterhergerannt. Ja, ich wollte hier den ganzen Sand ab und dann ganz viel Glas zu machen. Weil da ein bisschen Salz drauf. Weißt du nicht, was wir sonst alles gebraucht haben? So, erstmal die Hühnchen alle schön vermehren, dann verkriegen. Oh ja. Ja, die Hühnchen als Nahrung. Ja, ich brauch Glas auf jeden Fall. Und es brennt schon wieder Glas. Du darfst dich dann auf dem anderen Haus da drin richtig schön austoben, weil das soll. Das soll nicht unterirdisch der größte Teil sein. Weißt du? Verstehst du? Alter! Bau doch hier wenig Gedächer wieder zu, oder? Oder Maus. Baust. Babs, ich brauche mir schnell ein paar Steinspitzel hacken, dann komme ich zu dir. Du weißt ja jetzt, wo die Hütte ist. Also ich bin gerade nicht bei der Hütte, gell? Die Kiste zerstört. Wir müssen uns auf den Deathlands mit, damit wir Kartoffeln und so weiter kriegen. Ein Dorf. Kartoffeln? Für Kartoffeln. Was soll Kartoffeln. Kartoffeln. So. Zeig mal ein bisschen Sand dabei. Kommen wir schnell zu unserem neuen Haus, dann. Oder warte, ich schau schnell noch. Ja, genau, mach das. Ich bin dann drüben gleich neues. Ja, ich bring dir noch 21 Glas. Eins werden wir auf jeden Fall gebrauchen. Dann komm gleich rüber. Dann komm gleich rüber mit Spitzhacken und. Long Jump. Nein, Scheiße. Ich muss rüber, ich hab ganz viel richtiges Zeug dabei. Toll, cooler Bug. Komm mal kurz hierher, wo ich bin. Ja, das habe ich gesehen. Nein, hier ist ein guter Wasser beigeladen. Obwohl da kein Block daneben ist, fließt das Wasser nicht. So schön, auch seit du zurückkommst. Ja, ich weiß, ich bin noch ein paar Millimeter hinter dir gewesen. Ja, deswegen sollst du ja kommen. Weil sonst stehen ich glaub, die Sonne geht wieder runter, oder? Die ganzen Dinger hier mache ich mit das zu und dann such dir am Boden irgendeine Stelle. Wo soll was ausgehöhlt werden? Und dann kannst du dich unterirdisch austoben in Räume bauen. Also,
Ja, das ist obenrum alles dicht. Das ist der Kopf lest. Oh, Sandstein. Das sollte ich nicht weiterbauen. Ja, auch nicht, aber ich mach's. So, ich baue jetzt noch schnell eine Jetzt haben wir gar kein Holz mehr hier. Und die. War alles weg. Nein, du hast wahrscheinlich alles mitgenommen zu mir. Ich nehme trotzdem mal ein paar Fackeln und komme mit runter, dass ich auch was okay, sehe. Hier sollte ich nicht weiterbauen. Ja, jetzt tue ich einfach ein bisschen aussehen. Du kannst hier rüber bauen. Ja, hier aber nicht mehr. Wo ja der Krobbel ist, das ist ein später Klini oder Holz oder irgendwas, was du das halt auch auskleiden willst. Hier auch nicht weiter, weil hier noch. Es reicht doch, wenn es mehrere ist, können wir dann auch noch ausbauen. Böden. Ja, ja, das kommt ja dann. Ja, klar. Ich hätte sogar fast weiter nach unten gebaut. Halt dann nach unten, dann nochmal eine Etage, oder? Ja, ich mach halt jetzt erstmal die erste hier so. Scheiße, Mann, das hätte ich gepostet. Boah, leck. Schon wieder. Was geht jetzt da? Da. Dabei. Komm her. Das freut mich aber sehr. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass der Hase ganz schön viel gebaut hat. Wir haben ja, glaube ich, 10 Picken oder so gebastelt. So, hier, das Teil ist eigentlich fertig. Das lassen wir jetzt. Witzig, noch ein Server machen. Doch. Ja, der geht doch dann mal weg. Au! Ach, ich doch schon. Lieber mal Kopf wieder weg. Das ist ein äußerst schöner Raum. So. Ich glaube, das kann man erstmal so lassen. Warte, ich bringe mal okay. Eben. Eins. Nein, ich wollte gerade mich holen. Hast du Leitern dabei? Geh doch da mal weg. Egal, nimm du mein Zeug mit. Lol. Ja. Mann, jetzt wollte ich hier noch. Gab's doch schon länger. Ich soll überleben, wenn ich das gleich von unserer Bruder ein bisschen heute verbringen kann. Es wäre praktisch, wenn man den Fackeln auf den Boden setzt, dass dann die Monster dich mal angreifen. Doch, du überlebst, solange es reicht.